Hallo! Hallo! Wir haben heute die 5 Minuten Make-up-Challenge für euch. Wir haben hier den Timer gestellt auf 5 Minuten und hier liegt unser ganzes Make-up schon geöffnet und wir werden jetzt versuchen, uns in 5 Minuten so komplett wie möglich zu schminken. Ich weiß, dass ich das definitiv nicht packen werde. Ich brauche immer länger als 5 Minuten, aber Leo ist ziemlich schnell. Also ich habe echt Angst. Versuchen Sie es einfach mal, mal sehen, was dabei rauskommt. Kriegt ihr richtig Herzklopfen? 3, 2, 1. Das wird so furchtbar aussehen. Ich glaube, ich falle in Wirklich nur 5 Minuten, da würde ich nie im Leben featuren oder so einen Scheiß auf Ton. Fertig. Nein, das ist nicht. Achso, nee, das ist eine Nachricht. Betrügen nicht, das war wirklich eine Nachricht. Noch ein anderes Geräusch. Ja, das ist mein Bruder. Au. Kann nicht sein. Das stand noch nicht mal was auf den Lippen. Doch. Und wir haben noch 46 Sekunden. Was mache ich noch in den 46 Sekunden?
Ich hätte gedacht, dass das viel schwieriger ist. Ich auch, vor allem, weil ich nie intensiv mit Schminke. Ich brauche immer mindestens 15 oder so. Also meine Mascara ist eine Katastrophe, aber... Meine Mascara ist richtig gut, sonst brauche ich dafür sonst brauche ich allein für Mascara nur 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich das heute hinbekomme. Das war jetzt echt einfach. In die 3 Minuten Make-Up-Challenge. Ja, das war mir nicht bewusst vorher. Also, das war die 5 Minuten Make-Up-Challenge. Ich hoffe, das war in irgendeiner Form unterhaltsam für euch. Irgendwie habe ich, das Gefühl, es war weder eine Challenge noch es war besonders witzig. Ja. Egal, wir haben es auf jeden Fall mal versucht. Gut zu wissen, dass wir in 5 Minuten so zu klatschen. Wir verlinken euch hier am Ende mal noch unsere Not My Arms Challenge. Das war die einzige andere Challenge, die wir hier gemacht haben. Und nebendran verlinken wir euch unsere Playlist mit den Ein Look, zwei Gesichter Videos. Falls ihr mal sehen wollt, wie wir uns schminken, wenn wir Zeit haben, dann klickt da mal rein. Und in der Infobox findet ihr auch immer unsere Instagram-Accounts und unseren Blog. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kürzeste Video, was wir hier gedreht haben, oder?